heuer auch nominiert, oder? Wie oft hast du eingereicht und wie oft bist du auf dem Schwarz? In 4 Kategorien. 5-mal heuer. 2. 4-mal. Ich bin nominiert für in der Kategorie Lässig wie Essig, in der Kategorie Team Küchert. Ja, wir sind zum ersten Mal dabei, also schauen wir mal, aber wir freuen uns schon total, dass wir auf dem Schatten stehen. Eigentlich muss ich zugeben, gar nicht wusste, dass es den Afbar gibt und habe davon das erste Mal dieses Jahr gehört und ich finde es fantastisch. So, liebe Sabine, wir kennen uns ja schon. Du bist für Schärdinger zuständig. Du bist auch schon ein paar Jahre mit dabei, oder? Ein paar Jährchen. Wie findest du die Location? Die ist ja noch nicht ganz fertig. Wir haben ja mehr oder weniger eine Baustellenparty, aber deine Eindrücke. Echt super. Ja. Ich kenne dieses Gebäude ja schon mehr als ein halbes Jahrhundert. Ich weiß, dass da die Partnerbahn durchgefahren ist, dass da unten noch die Gleise sind. Ich bin so glücklich, dass man das gar erhalten konnte. Erhalten hat, ja. Und es wird mit Leben erfüllt. Einem Getreidekorn werden 24 Passagen gezogen und jedes Mehl ist eigentlich vielmehr wie ein Cuvée. Das heißt, aus dem besten Bestandteil wird für die jeweilige Anforderung das richtige Mehl, die richtige Sorte zusammengemischt. Wie fandest du die eingereichten Rezepte? Eins besser als anders. Worauf hast du Fokus gelegt beim Betrachten? Wie das ein Sommergefühl rüberkommt? Genau. Oder? Dass ein Sommergefühl rüberkommt und dass es irgendwas Besonderes hat, wo ich einfach aufmerksam wäre und mir denke, oh, das habe ich aber schon noch nicht gesehen. Wir haben heute Preise verliehen in so wertvollen und wichtigen Kategorien, siehe Mutter-Erde-Preis, Klima und Ernährung. Das sind so wichtige Themen, die wir als Foodblogger alle wesentlich mitbestimmen können und deswegen freue ich mich so, dass ihr da seid und mitfeiert. Aber ich bin super, wieder herzukommen und so viel Leute zu treffen, die ich teilweise nur über Instagram kenne. Ich finde es ganz, ganz toll, wenn so viele Leute zusammenkommen, die was die Kulinarik so lieben. Ja, weil Essen und das am Tisch sitzen, gemeinsam über Essen reden, dann können wir Spaß haben, das gehört zusammen und das war heute wirklich der ganze Abend gegeben. Du hast die großen Fußstapfen angetreten als Blog des Jahres. Was sagst du, sind so deine Ziele für dieses Jahr? Einfach alles mitnehmen, was geht. Mein Kochbuch verkaufen natürlich. Gibt es jetzt mal? Das gibt es am 18. Oktober im Handel Österreich, Deutschland, Schweiz. Wenn man Büchereien unterstützen will, dann geht man in den Lokalen.